Willkommen, mein Name ist Monique Menesi und dies ist vielleicht dein Weg in die USA. Willkommen in meinem Muttersprache-Podcast. Und dieser Podcast ist für alle, die davon träumen, in den USA ein neues Leben zu beginnen und sich fragen, ob vielleicht ein Business der Schlüssel sein könnte oder wie das Leben hier in den USA so funktioniert. Vor 10 Jahren stand ich nämlich genau da, wo du jetzt vielleicht stehst, mit einem großen Traum im Herzen, aber vielen Fragen im Kopf. Wie sieht das Leben in den USA wirklich aus? Kann ich erfolgreich zum Beispiel mein eigenes Business aufbauen? Und vor allem, wie fange ich das überhaupt an? Und seit meiner Auswanderung in den USA habe ich nicht nur persönlich 4 eigene Businesses hier aufgebaut, sondern unzählige Deutsche dabei begleitet, diesen Grundstein für ihre Existenz zu legen. Und in meinem Podcast erzähle ich eben diese Erfolgsgeschichten, die sowohl inspirieren als auch realistische Herausforderungen von Auswanderern und ihrem Weg zeigen. In diesem Podcast teile ich all mein Wissen, meine Erfahrung mit dir. Wir sprechen über die ersten Schritte in den USA, rechtliche Hürden, kulturelle Unterschiede, aber natürlich auch, wie du hier mit deinem eigenen Business starten kannst. Ich lade Experten und erfolgreiche Unternehmer ein, die ihre Insights und Tipps mit dir teilen, aber auch welche, die einfach nur diesen amerikanischen Traum hier leben. Also ob du schon fest entschlossen bist, vielleicht sogar auch schon hier in den USA lebst, oder ob du noch zögerst, in diesem Podcast findest du alles, was für dich wichtig ist. Also welcome to the United States und in meinem Podcast. Hier geht's gleich mit einer neuen Folge los. Herzlich willkommen zurück im Muttersprache-Podcast. So schön, dass du hier bist und es ist so verrückt, weil jede Woche steigen momentan unsere Hörerzahlen und ich wollte einfach mal Danke sagen. Das ist echt irre, wie viele den Podcast hören, wie viele schreiben. Ja, also es ist echt Wahnsinn. Und das ist auch eine gute Überleitung, womit ich heute eigentlich meinen Gast hier begrüßen möchte. Ich habe das, glaube ich, schon ganz oft erzählt hier im Podcast, dass ich den vor 4 Jahren oder etwas über 4 Jahren angefangen habe, so ja irgendwie aus einer Idee. Ich habe unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Zeit und auch Geld da reingesteckt. Und ich habe es irgendwann mal sogar gesagt. Ich habe dann oft gehadert, ob ich den weitermache. Da kriegte ich gleich ein paar E-Mails. Nein, auf gar keinen Fall, hör nicht auf, Monique. Und das werde ich auf gar keinen Fall tun, sage ich dir jetzt hier, weil es gibt ganz besonders tolle, schöne Begegnungen, die es nur gibt wegen diesem Podcast. Und genau so ein ganz besonders toller Mensch, der über diesen Podcast in mein Leben gekommen ist, sitzt jetzt hier auf der anderen Seite und die darf ich jetzt heute interviewen. Herzlich willkommen, liebe Vivian. Hallo Monique, schön, dass ich da sein darf. Du hast mich über den Podcast gefunden, richtig? Ja, richtig. Mhm. Ich habe den Podcast nochmal über einen anderen Podcast überhaupt gefunden, wo du selber zu Gast warst und bin dann quasi von diesem einen Podcast zu deinem Podcast gewechselt und habe seitdem kaum eine Folge verpasst, würde ich sagen, ja. Und das war wann? Das war im Dezember 22, meine ich. Dezember 22. In welcher Situation warst du da? Wir standen kurz vor unserem, nein, stimmt nicht, wir hatten gerade einen längeren Aufenthalt in Südafrika hinter uns und waren an dem Punkt, dass wir festgestellt haben, wir möchten gerne noch mal was ändern an unserer Situation, wie wir leben, wo wir wohnen, wo wir arbeiten. Und da kam das Thema Ausland wieder auf. Und deshalb hat mich natürlich auch der Muttersprache-Podcast angesprochen. Und zu der Zeit gab es auch schon ein konkretes Angebot. Bei deinem Mann? Für meinen Mann dann. Das hat sich dann so. Das heißt, ihr seid dein Mann und deine 2 Kinder und ihr habt in der Nähe von Braunschweig gelebt, ne? Genau, ja. Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen, was die Situation da war. Ja, also wir waren, wie gesagt, wir haben in Niedersachsen gelebt, waren beide im Job, die Kinder waren im Kindergarten und nach dieser längeren Reise war halt für uns der Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir würden gerne nochmal was verändern wollen, was auch immer es sein könnte. Wir haben uns auch nicht festgelegt. Und dann kam tatsächlich, nachdem wir es ausgesprochen hatten, das Jobangebot zu uns.
beziehungsweise zu meinem. Also manifestieren funktioniert. Genau. Und dann gab es ein konkretes Angebot von der Firma meines Mannes, in die USA zu gehen, nach Kalifornien. Und wir mussten auch nicht lange überlegen. Wir haben natürlich abgewägt und was und auch mit den Kindern drüber gesprochen und den Familien. Aber wir haben es, also wir haben gar nicht großartig über Nachteile nachdenken müssen, sondern für uns gab es eigentlich nur Vorteile und wir waren uns beide dann auch einig, dass wir die Chance in jedem Fall nutzen wollen. Und ja, und dann habe ich mich halt auch sehr viel mehr nochmal mit dem Thema USA beschäftigt, auch wenn es nicht unser erster USA-Aufenthalt war. Ja, wollte ich gerade sagen. Also genau, lass uns nochmal vor dem ersten USA-Aufenthalt springen. Du bist ja, und uns verbinden ja so viele Sachen, das werdet ihr nachher auch noch hören, aber du bist ja auch so eine Reisenudel, ne? Mhm. Du bist ja auch so ein Kind mit Fernweh, was eigentlich Heimweh zu Hause hat und immer wieder in die Ferne möchte. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wer du eigentlich wirklich so bist, was dich so bewegt, was du alles schon gemacht hast so in deinem Leben, damit wir so ein bisschen verstehen, wo so diese Sehnsucht herkommt und auch dann eben mit in die erste USA-Erfahrung, die vor ein paar Jahren ja schon war. Ja, also ich bin aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Berlin. Und ich glaube, das erste Mal hat mich dieses Reisefieber und diese Reiselust und auch dieses, ich möchte wissen, was es da noch alles draußen gibt, hat mich das erste Mal gepackt nach meiner ersten Flugreise. Da war ich Jugendliche, 13, 14, da sind wir das erste Mal geflogen. Klassischer Sommerurlaub, Türkei war es. Und da hat sich bei mir so ein bisschen im Kopf festgesetzt, boah, ich würde später so gerne irgendwas machen, jobtechnisch, wo ich da arbeiten kann, wo andere Leute Urlaub machen. Und dann habe ich da tatsächlich auch drauf hingearbeitet. Ich habe dann also meine Schule abgeschlossen und habe dann aber auch danach konkret nach Ausbildungen gesucht, die mich da so ein bisschen hinbringen und habe dann eine dreijährige Ausbildung gemacht im Bereich Hotellerie, Tourismus. Und diese spezielle Ausbildung beinhaltete mindestens ein sechsmonatiges Auslandspraktikum. Deswegen habe ich mich letztendlich auch dafür entschieden. Und es bedeutete, ich bin halt auch für die Ausbildung von zu Hause ausgezogen und bin halt rausgekommen aus meiner eigentlichen, bis dahin sehr bekannten Welt. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ich gehe in die große Welt. Und dann habe ich halt auch diese Ausbildung genutzt und habe letztendlich das letzte Ausbildungsjahr genutzt und war zweimal je sechs Monate im Ausland. Ich war sechs Monate auf Gran Canaria, dort in einem Hotel gearbeitet und dann nochmal im Anschluss sechs Monate in Thailand. Und da war es dann auch schon passiert um mich. Also ich bin seitdem, das war 2004 rum ungefähr, und seitdem hat sich so ein Vierjahresrhythmus bei mir eingestellt, ohne dass ich es forciert habe oder geplant hätte, aber ich war seither nie länger als 4 Jahre am Stück in Deutschland und bin dann immer wieder für eine längere Zeit im Ausland gewesen. Weil, ja, also ich habe dann nach der Ausbildung eine Zeit lang in Deutschland gearbeitet, habe aber nach 4 Jahren wieder gemerkt, mich zieht's nochmal weg. Und dann gibt es ja dieses wunderbare Angebot von Work and Travel, wo man ja ganz leicht ja mit einem tollen Visum ins Ausland gehen kann. Ich bin damals für ein Jahr nach Australien gegangen. Bin wiedergekommen nach Deutschland, habe wieder weitergearbeitet, habe mich dann noch entschlossen, dass ich doch auch noch mal vielleicht studieren könnte, habe das nebenbei gemacht und bin wieder an den Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich fast 30, habe noch keine Familie, ich muss noch mal los und bin dann noch mal für ein Jahr nach Neuseeland gegangen. Und ich habe auch in den Jobs, die ich dann gemacht habe, tatsächlich immer die Möglichkeit gehabt zu reisen, international auch zu reisen. In der Zeit, wo ich dann so ein bisschen in der Event- und Kongressbranche war, war ich hauptsächlich in Europa unterwegs. Aber mich haben halt auch ferne Länder schon immer interessiert. Und ich hatte tatsächlich auch nie wirklich Berührungspunkte mit den USA beispielsweise. Also ich war das erste Mal in den USA über meinen Job bei Jägermeister. Da habe ich dann, nachdem ich meinen Mann kennengelernt hatte, habe ich bei Jägermeister angefangen zu arbeiten und mit Jägermeister bin ich damals das erste Mal an die Ostküste gekommen über einen Business Trip und ich war nicht lange in Niedersachsen und ich war nicht lange bei Jägermeister aktiv angestellt, weil dann kam eben dieses erste Jobangebot für meinen Mann. Da ging es um eine Stelle in Tennessee
Und das war 2016. Genau. Das heißt, wir sind dann das erste Mal Anfang 2016 es war damals ein klassischer Expat-Vertrag, der über 3 Jahre laufen sollte, sind wir nach Tennessee, nach Chattanooga gegangen. Unser erster Sohn war gerade geboren und wir haben dann 3 Jahre dort gelebt und das war eine fantastische Zeit und in der Zeit ist auch der zweite Sohn geboren. Das heißt, wir haben tatsächlich auch einen Amerikaner in der Familie. Und wir sind aber nach 3 Jahren auch wieder zurückgegangen, weil ich auch das Gefühl hatte, ich möchte wieder arbeiten. Ich war halt die 3 Jahre zu Hause. Ich war Mutterschaft, Elternzeit. Elternzeit, richtig, genau. Ich war auf Elternzeit. Das heißt, ich hatte meinen Job auch noch in Deutschland bei Jägermeister. Das war mein großer Vorteil. Und ich konnte auch nahtlos wieder einsteigen in mein... Und ging das so einfach? Also ich meine, kann das so gut verstehen, was du so erzählst. Man ist zu Hause und das ist schön und man ist auch da gerne und hat die Familie und dann kommt aber wieder dieser Ruf in die Ferne und das Abenteuer und dann geht man dem nach. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Ich kenne das so sehr von mir. Aber dieses Zurückgehen, das habe ich nie gemacht. Deswegen nehme ich da mal mit hin, wie das ist. Also wie ist es dann, wenn man dann wieder dahin geht, wo man war? Geht das überhaupt? Also und wie ist das? Also für mich fühlt sich das, ich will nicht sagen wie ein Rückschritt an, aber das wäre, also jetzt aus meiner Welt sind wir immer weitergegangen. Ne? Wir sind nie irgendwie dahin wieder gegangen, wo wir schon mal waren. Wie war das dann von Amerika? 3 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ne? Und noch ein Kind weiter und das andere Kind dann ja auch schon so im Kindergartenalter. Wie war das dann wieder so in dieses deutsche System reinzukommen? Und wie habt ihr euch da wohlgefühlt oder habt ihr euch überhaupt da wohlgefühlt? Also ich muss sagen, nach der Zeit in Tennessee, die ich ja wirklich vor allem mit den Kindern verbracht habe und eben zu Hause, ich habe so ein bisschen auch in meiner eigenen Bubble gelebt. Und es gab dort auch eine sehr große deutsche Community. Und weil ich halt, also mal davon abgesehen, dass wir einfach neu waren und niemanden kannten, aber dann auch noch mit Säugling dort ankam, habe ich relativ schnell auch Kontakt zu anderen deutschen Müttern, die Kinder im gleichen, also auch wirklich Kleinkinder hatten, gefunden und wir waren einfach eine recht enge eingeschworene Clique und ich hatte in diesen 3 Jahren wirklich sehr begrenzt eigentlich den Kontakt zu Amerikanern. Ja, es ist häufig so als Expat. Also wir haben nicht in einer klassischen Community gelebt, wo jetzt nur rein Expats lebten, sondern wir haben schon in einer ganz normalen Nachbarschaft mit vielen Amerikanern gewohnt und wir haben uns auch Wir kannten uns, wir haben uns gesehen, getroffen, die waren super hilfsbereit, aber es gab nie die richtig enge Freundschaft. Und das hat sich dann so ein bisschen nochmal verändert, als das erste Kind dann in den Kindergarten gekommen ist. Da bin ich dann nochmal mit einer amerikanischen Familie auch ein bisschen enger geworden. Mit dem haben wir auch heute noch Kontakt. Aber ich war so ein bisschen wirklich in meiner eigenen Welt und mein Mann, der hat natürlich seine ganzen Kontakte über die Arbeit gehabt und der war halt auch viel mehr draußen, würde ich sagen. Und wir waren unglaublich beschäftigt mit Reisen. Also wir haben diese 3 Jahre zum Beispiel genutzt, wir sind unglaublich viel gereist in den USA. Wir haben unglaublich viel Besuch bekommen. Also es gab kaum einen Monat, wo nicht jemand aus Deutschland da war. Und ich war damit beschäftigt, das immer alles zu organisieren und hat mir auch mega Spaß gemacht, aber ich würde mal sagen, ich bin nicht so richtig, richtig angekommen. Ich glaube, das ist auch häufig so. Also weil gerade bei Expat-Familien, ich weiß das noch wirklich so aus dieser Charlotte-Zeit, ne? Die haben sich ganz oft untereinander getroffen, auch schöne Freundschaften entstanden. Und ich kann das auch verstehen, dass du dich nämlich vielleicht eben nicht so richtig auf etwas einlassen willst, wenn du weißt, du musst das wieder gehen lassen. Richtig. Also genau, es war halt immer dieser Gedanke auch, wir sind hier 3 Jahre. Mhm. So, und es gab auch dann an einem Punkt einmal die Option oder es stand dann mal im Raum, wollen wir verlängern? Aber da war ich halt schon gedanklich so weit wieder in meinem, oh, ich möchte aber auch wieder arbeiten, weil das hat mir halt echt gefehlt. Mir hat halt so dieser Erwachsenenwelt gefehlt und dieser, ich habe was zu tun und ich habe nochmal meine Aufgabe, abgesehen von Kind und Familie und Haushalt. Und das hat mir halt sehr gefehlt. Und deswegen war das natürlich schon auch traurig und schade, wieder gehen zu müssen. Aber wir haben uns auch schon auf Deutschland gefreut, weil sich da auch Sachen verändert haben. Und wir sind eben nicht dort wieder hin, wo wir waren,
Wir haben in der Zwischenzeit hatten wir uns ein Haus gekauft in einer komplett neuen Nachbarschaft. Also das kannten wir vorher auch nicht. Und es war für die Kinder und für unsere damalige Situation einfach perfekt. Also es war eine kinderreiche Nachbarschaft. Wir hatten Platz. Ich konnte gut zur Arbeit pendeln, mein Mann genauso. Und dann kam Covid. Also das erste halbe bis dreiviertel Jahr, als wir zurück waren, der Sommer war großartig, kann ich mich daran erinnern. Das Wetter war toll. Wir sind 19 im März zurück und sind auf den Sommer zugesteuert. Das hat viel ausgemacht. Das hat unglaublich viel ausgemacht. Also ihr seid 19 zurück, ne? 19 zurück. Wir waren einfach viel draußen. Die Kinder waren auch nicht sofort wieder in der Kita, weil Kita-Plätze sind ja begrenzt und die mussten dann halt ja auch warten, bis dann das neue Kita-Jahr anfängt. Das heißt, ich war die ersten 5 Monate mit den Kindern noch zu Hause. Aber es war schön. Wir haben uns wieder eingelebt und ja, ich bin dann auch wieder in den Job reingegangen. Ich hatte neue Aufgaben. Ich bin auch ein neues Team gekommen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann kam aber, wie gesagt, diese Covid-Zeit. Und das hat uns so ausgebremst. Und mich, also ich, da spreche ich jetzt vor allem auch für mich, es hat mich so ausgebremst, weil ich plötzlich von zu Hause arbeiten musste. Das ist halt nicht meins, wenn ich eigentlich ein Team habe um mich rum und wenn meine Aufgaben auch eigentlich darauf abzielen, die ganze Zeit mit dem Team auch zu kommunizieren. Plus die Kinder waren halt auch zu Hause. Ja, wir waren in der vorteilhaften Situation, ein Haus zu haben, einen Garten zu haben, Platz zu haben, aber wir mussten natürlich auch ein bisschen umdisponieren. Plötzlich musste dann noch mal ein Büro her, weil auch mein Mann dann irgendwann natürlich von zu Hause arbeiten musste. Und das war natürlich schon eine krasse Situation. Und diese ganze, wie sich das dann so entwickelt hat, ne, keiner hat ja geahnt, wie lange es gehen würde, aber so wie dann auch die Stimmung sich entwickelt hat, hat uns einfach wieder gezeigt, okay, vielleicht ist Deutschland doch nicht so der richtige Ort für uns. War das anders gedacht? Also als ihr dann 2019 zurückgegangen seid, habt ihr gedacht, ihr bleibt jetzt in Deutschland erstmal, zumindest für diese 4 Jahre Periode, die ihr sonst immer hattet, irgendwie oder was weiß ich. Nach Tennessee wenn wir gesprochen haben, waren wir uns beide immer einig und wussten, wenn noch mal was kommt, noch mal ein Angebot, oder wenn sich noch mal irgendwie die Chance ergibt, würden wir jederzeit auch noch mal ins Ausland gehen. Egal wohin, also da sind wir halt auch nicht, da waren wir nie festgelegt. Wenn sich dann noch mal irgendwas ergeben würde, war uns beiden klar, würden wir es gerne noch mal machen. Also wir sind nicht zurückgekommen und haben gedacht, jetzt bleiben wir dafür immer. Ich meine, sonst passiert natürlich in Deutschland dann irgendwie auch das Gleiche wie in Tennessee, ne? Dass du gar nicht richtig ankommst, gar nicht Freundschaften schließt, gar nicht dich da einbringst. Ne? Ich glaube, das macht immer ganz, ganz viel aus, wenn du schon automatisch weißt, das ist hat wieder nur ein Verfallsdatum irgendwie. Ja, also konkret, wir waren da nicht konkret. Wir hatten uns dann schon darauf eingestellt. Wir haben uns das auch wirklich nett gemacht dann mit dem Häuschen und dem Garten. Wobei mir uns auch klar war, auch da ticken ja viele Deutsche auch einfach anders. Die kaufen sich ein Haus oder bauen ein Haus und wohnen dann ja da auch für immer. Und wir haben aber auch gewusst, okay, wenn die Kinder älter sind, dann würden wir auch noch mal woanders hinziehen, weil ich glaube, dann braucht es auch ein bisschen mehr als das, was wir da hatten. Es war halt für jüngere Kinder die perfekte Umgebung. Aber ich glaube, für ältere Kinder hätte man auch locker noch mal woanders hingehen können. Wir waren dadurch, dass wir davor auch schon die ganze Zeit weiter weg waren von der Familie, haben wir uns da halt auch ganz gut arrangiert. Und auch die Familie hat uns regelmäßig besucht. Also dieses, wir müssen wieder zurück zur Familie, war halt auch nie so das Thema. Auch wenn wir halt gerne da sind. Also ich bin gerne in Berlin und in der Umgebung. Aber ich muss da jetzt, im Moment möchte ich da halt nicht leben. Und ja, wie gesagt, dann kam halt irgendwann nochmal der Punkt, wir brauchen nochmal eine Pause. Und dann haben wir halt. Also meinst du, Covid war so der Punkt? Es hat es, glaube ich, beschleunigt. So dieses Isoliertsein, die Stimmung, dieses Regeln, Eingrenzung der Freiheit? Oder was würdest du jetzt so insgesamt sagen? Das hat es, glaube ich, beschleunigt, ja. Also ich glaube, es wäre trotzdem auch irgendwann so an einem Punkt, wären wir an den Punkt gekommen. Weil ich glaube, das hat es einfach ein bisschen schneller vorangetrieben, weil wir dann, haben wir dann nochmal entschieden, wir machen nochmal eine Auszeit, 3 Monate. Ich hatte noch ein bisschen Elternzeit über. Mein Mann konnte sich so eine Art Sabbatical-Monate freischaufeln. Und dann sind wir Anfang 2022 sind wir für 3 Monate nach Südafrika gegangen, und um zu reisen. Das war halt einfach auch, weil keines der Kinder war bis dato in der Schule. Wir waren also noch flexibel. Aber der Große wäre halt, der ist halt dann 22 auch eingeschult worden. Das heißt, wir hatten dann so ein limitiertes Zeitfenster und sind dann halt darüber. Und als wir wieder weg waren, und es war halt kein klassischer, wir sind nur 2 Wochen weg und kommen dann wieder zurück in den Alltag, sondern dieses,
sich mal drauf einlassen können. Es war eine wunderbare Zeit. Es war halt auch niemand unterwegs, leider in Südafrika. Also leider für die Südafrikaner, aber gut für euch, ja. Für uns natürlich großartig. Die Kinder hatten so eine fantastische Zeit. Die sprechen auch heute noch davon und fragen auch immer wieder mal, wann fliegen wir dann wieder mal nach Südafrika? Also da haben wir auch beide es erstmal, glaube ich, laut ausgesprochen und haben gesagt, okay, wir halten mal die Augen auf. Also aktiv, wir lassen es jetzt nicht auf uns zukommen, sondern wir schauen uns jetzt mal um, welche Möglichkeiten würde es geben? Und dann kam wieder halt der Konzern, für den mein Mann ja arbeitet. Das ist halt einfach die beste Gelegenheit zu sagen, gibt es da vielleicht jobtechnisch irgendwas? Und dann kam, war wirklich so, wir waren einen Monat wieder zu Hause und dann kam über einen Bekannten, wurde dann dieses Jobangebot an ihn herangetragen. So nach dem Motto, es könnte was sein, melde dich doch da mal. Und das war dann aber in dem Sinne kein Expert-Angebot, sondern wirklich ein lokaler Vertrag. Genau. Wie lief das dann? Also das war dann anders. Das war keine Entsendung, sondern was war dann jetzt anders und was bedeutete das auch für eure Familie quasi? Ich glaube, der größte Unterschied war, dass es halt quasi ein offenes Ende hat. Also dass wir nicht beschränkt waren von vornherein auf die 3 Jahre, sondern natürlich sind wir auch beschränkt, was das Visum angeht. Ne? Aber ich bin halt dadurch auch ganz anders natürlich an die Sache rangegangen. Ich wusste halt, okay, das ist jetzt eine Chance. Und ich wusste auch, oder wir beide wussten auch, wenn wir jetzt die Sachen packen und gehen und wieder zurück irgendwann nach Deutschland kommen, kommen wir auch nicht wieder dorthin, wo wir da waren. Also das war auch klar. Es war klar. Wenn ihr überhaupt wieder zurückgeht, ne? Weil jetzt gibt's eben kein Ende. Ja. Ja, klar, das Visum ist beschränkt, aber von dem Visum, ihr habt das L-Visum, glaube ich, ne? Das Entsendungsvisum kommt man ja auch irgendwann, das kann man verlängern, das kann man, glaube ich, 2-mal verlängern und dann kommt man da möglicherweise sogar ja auch auf eine Green Card mit, ne? Das heißt, also genau. Die Möglichkeiten sind ja im Prinzip da, aber dieses Begrenzte und der Vertrag und man kommt wieder zurück und das ist klar, das war jetzt eben nicht mehr so. War das gut oder nicht gut oder wie hat sich das angefühlt? Also ihr seid dann wirklich ausgewandert, würde man sagen. Fühlst du dich bereit für dein nächstes großes Abenteuer, bist aber unsicher über die ersten Schritte, entdecke jetzt das neue Auswanderer-Coaching von mir, Monique Minesi, und meinem Expertenteam als Mentorin. Und wir haben diesen Prozess schon mehrere hundert Male begleitet. Also mach den Schritt mit Vertrauen und Expertise von jemandem, der wirklich weiß, welche Herausforderungen auf dich warten und wie man diese meistert. Ob im Bereich Visumsfragen, Businessplanung oder einfach das Bedürfnis nach einem wirklich vertrauten Ansprechpartner in den USA. Wir sind hier an deiner Seite und das erwartet dich. Eine ganz individuelle Beratung basierend auf deiner Situation und deinen Zielen. Ganz klare Anleitung zur Navigation durch diesen ganzen Prozess Auswanderung USA und natürlich, und das ist nicht zu unterschätzen, auch die Unterstützung in kulturellen, bürokratischen Hürden. Also da kommt jede Menge auf dich zu, was du vielleicht noch nicht auf deinem Schirm hast und das solltest du auf gar keinen Fall alleine meistern. Also wir sind hier an deiner Seite. Buch jetzt ein kostenloses Kennenlerngespräch mit uns unter www.muttersprachepodcast.com/coaching und beginne dein Leben in den USA mit einem ganz soliden Plan. Wir freuen uns auf dich. Ja, also ja, ich... Du überlegst, fühlt sich das komisch an? Ja, weil ich es nicht so sehe, weil ich halt nicht weiß, ob es für immer ist oder ob wir... Na? Und deswegen sage ich eher, wir sind ins Ausland gezogen. Wir sind halt umgezogen von einem Kontinent auf den anderen, in ein anderes Land, ja. Aber wir haben tatsächlich in Deutschland alles abgeschlossen. Also wir haben das Haus verkauft, wir haben da gibt's halt dann letztendlich nichts mehr. Es ist nicht so, dass wir irgendwohin zurückkommen. Also klar, wir können zur Familie, das ist immer eine Option, aber wir haben uns da jetzt nichts. Also ihr habt keine Hintertür offen gehalten oder so, was viele machen. Nein. Die ihr Haus erstmal nur vermieten, damit sie vielleicht später wieder rein können oder, ne, sondern ihr habt wirklich alles aufgegeben, aufgelöst, abgeschlossen und seid wirklich mit eurem kompletten Hausstand Richtung Silicon Valley umgezogen. Wie hat sich das angefühlt? Großartig.
Also für mich ist ja auch Umzug und viele aus meinem Bekannten- und Familienkreis können das auch nicht nachvollziehen. Für mich war das ja kein Stress. Also in dem Sinne, für mich war es vielleicht positiver Stress, aber ich bin da halt auch, für mich ist das wieder eine Gelegenheit auszumisten, sich mal nochmal ein bisschen zu verkleinern. Ich bin halt auch nicht jemand, der alles von A nach B schleppen muss und möchte. Das fand ich zum Beispiel gut. Und ja, einfach nochmal so einen Neustart zu probieren, wo man in einer Gegend, wo mich keiner kennt, wo es auch egal ist, was ich vorher gemacht habe. Also ich habe das so als Vorteil gesehen. Ja, das stimmt ja nicht. Du kanntest ja schon im Vorfeld die Martina. Das stimmt. Jetzt lösen wir das vielleicht mal auf. Wenn die Vivian, die Martina und ich, wir arbeiten zusammen und die beiden wohnen wirklich 15 Minuten auseinander und ihr kanntet euch schon, bevor du quasi dahin gezogen bist, was dann echt auch wirklich lustig war, ne? Dass ihr wahrscheinlich die Menschen hat. Ja, das war also dieser Zufall und das hat natürlich geholfen, ja. Aber für mich, so dieser Schritt, war kein Schritt in die Ungewissheit oder hat mich nicht verunsichert, sondern es war für mich wirklich eher so die Chance und für mich zu sagen, auch, weil ich habe natürlich dann ja auch meinen Job in Deutschland aufgegeben. Mhm. Auch das war ein Schritt, der war für mich okay. Ich habe das frühzeitig kommuniziert. Ich habe gesagt, so sieht's aus, wir verändern uns. Und da hatte ich auch kein schlechtes Gefühl bei, sondern das war für mich okay. Das war jetzt meine Zeit bei Jägermeister. Jetzt kommt eine neue Zeit. Irgendwo wusste ich halt nicht, was ich machen soll. Dann. Also ich war ja beschäftigt, so mit Umzug und Co., logischerweise. Und habe halt gedacht, ich lasse es halt einfach mal so auf mich zukommen. Wusste aber schon, dass ich was machen möchte, spätestens wenn die Kinder halt auch untergebracht sind in der Schule. Ne? Dann kann ich nicht alleine zu Hause sitzen und mich um nichts kümmern, außer Haushalt. Da warst du ja auch schon mal. Ne? Das kanntest du ja dann jetzt aus Tennessee, ne? Dass du dann quasi da alleine bist in deiner Bubble, in deinem Haus und quasi sich alles nur um die Kinder dreht und du da überhaupt nicht vorkommst. Und das wolltest du jetzt von Anfang an eben dann ändern und anders machen. Man muss natürlich auch sagen, dass Tennessee und Kalifornien sind natürlich zwei absolute verschiedene Welten. Und ja, wir waren, als wir in Tennessee gelebt haben, haben wir auch Urlaub in Kalifornien mal gemacht, 3 Wochen, und sind mit einem Auto die Küste entlang und hatten deswegen auch schon einen guten Eindruck, glaube ich, bekommen. Aber es war natürlich auch nochmal was ganz anderes, dann wirklich jetzt hier mitten im Silicon Valley zwischen San Francisco und San Jose zu leben. Und ja, also das ist wahnsinnig spannend, nach wie vor. Sehr international, besonders hier, wo wir leben. Also bei uns in der Nachbarschaft gibt es ja sogar kaum Amerikaner, sondern wirklich sehr viel mehr Asiaten beispielsweise. Aber wir sind jetzt 15 Monate ungefähr hier und ich würde sagen, wir sind angekommen. Es gibt enge Freundschaften, die Kinder haben sich so wunderbar eingelebt, kommen mit der Sprache so gut klar, wie man es ja auch immer hört, dass Kinder ja schnell Anschluss finden und das aufsaugen. Und so war es halt auch. Also es war von vornherein auch, wie wir ja mit den Kindern darüber gesprochen haben. Wir haben ja nicht gesagt, ihr gebt jetzt da halt auch in Deutschland was auf, sondern wir haben gesagt, wir halten den Kontakt zu euren Freunden. Wir kommen ja auch wieder und werden ja auch Urlaub machen und fliegen ja jetzt im Sommer demnächst ja auch nochmal rüber und haben halt auch schon viele Besuche geplant und haben halt den Kindern auch einfach signalisiert. Und ich glaube, die haben auch einfach an unserer Einstellung, positiven Einstellung und anhand unserer Vorfreude und wie wir die Sachen ja auch angehen, das überträgt sich dann ja auch. Und dann waren die natürlich eher so, okay, da wo Mama und Papa sind, da fühlen wir uns halt auch wohl und sicher. Und sicherlich vermissen sie auch die Omas und Freunde, aber im Moment ist es, glaube ich, so, sie freuen sich auf Deutschland, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie freuen sich dann auch wieder darauf, ihre Freunde hier in Amerika wiederzusehen, nach dem Sommer. Mhm. Und ich würde behaupten, wir sind wirklich gut angekommen. Aber schnell, ne? Eigentlich, also so, du bist rübergegangen, also letztes Jahr, Anfang des Jahres, ne, glaube ich, seit ihr März? Februar 23 seid ihr rübergegangen. Und ich hatte das Gefühl, dass du schon angekommen warst, bevor du überhaupt im Flieger saßest, so gefühlt irgendwie. Also das ging so schnell bei dir, ne? Das hat ein bisschen mit dem Haus gedauert, ne? Dann kam dann das Haus, dann kam der Container, dann waren die Schulplätze gefunden. Ich denke, deine Erfahrung natürlich auch, schnell dich deiner Umgebung anzupassen und schnell zu, also du bist halt auch extrem gut im Organisieren, ne? Da finde ich das, da mache ich das, wenn ich das mache, mache ich das und so. Ich glaube, das hat dir schon auch geholfen. Klar, es war ja jetzt dein erster Auslandsaufenthalt, ne? Also das lernt man ja nun auch, wenn man
mehrfach im Ausland ist, dass man nicht da zu Hause sitzt und wartet, bis einer an der Tür klingelt, sondern ne, dass man rausgeht, du hast dann Kinder in Fußball geschickt, dann hast du einen Trainerschein da gemacht, Coach gemacht, ne? Also sowas alles. Ja, das ist ja auch so eine, selber aktiv zu sein und sich da eben einzubringen und nicht zu warten, bis da jemand an der Tür klingelt und sagt, Vivian, hast du mal Lust? Ne? Sondern so ein bisschen so dieses Proaktive zu machen. Und ich hatte das Gefühl, als wäre das einfach so völlig easy peasy. So von außen sah das total okay, sie ist jetzt hier und jetzt macht sie das und jetzt das. Ne? Also so schien das zumindest von außen. Unkompliziert. Es fühlte sich aber auch leicht an, weil halt auch alle so gut mitgemacht haben, glaube ich. Und auch unsere Familien, als wir dann verkündet hatten, dass wir halt nochmal gehen, es war keine Überraschung für niemanden, weil wir da halt auch immer schon offen mit umgegangen sind. Ne? Also nach dieser ersten längeren Auslandserfahrung in Tennessee haben die, glaube ich, auch alle gemerkt, okay, ja, die brauchen halt auch mal was anderes, die wollen halt auch den Kindern was anderes zeigen. So, jetzt seid ihr über ein Jahr hier und man sagt ja immer so, das erste Jahr ist so diese Honeymoon-Phase, ne? Jetzt seid ihr so ein bisschen da raus, vielleicht so gerade aus der Honeymoon-Phase raus. Wie ist das Leben in Amerika für dich und deine Kinder? Wie lebt ihr mitten im Silicon Valley, da wo Google, Facebook, Apple alle um euch herum sitzen? Wie ist es? Nimm uns mal mit hin. Wie ist dein Leben? Was macht ihr? Wie lebt ihr als Familie? Wie kann man sich das überhaupt leisten? Wie ist euer Alltag? Hast du das für dich gefunden, was dir auch wichtig ist? Was haben die Kinder? Wie läuft es bei deinem Mann? Also nimm uns mal ein bisschen jetzt mit in dein Leben. Einer der größten Unterschiede zu unserem Leben in Niedersachsen, glaube ich, ist das Wetter tatsächlich. Diese Sonnentage, die Sonnenstunden. Also der Winter kam mir hier so kurz vor, einfach weil es halt keinen klassischen Winter gibt. Und selbst wenn es mal kühl ist, du hast immer die Sonne. Und das macht so viel aus. Es gibt so viel Energie. Und ansonsten sieht unser Alltag gar nicht viel anders aus als der Alltag bei vielen wahrscheinlich woanders auf der Welt, also in Deutschland oder so. Ne? Also die Kinder gehen, wir machen uns morgens fertig, ich schicke die Kinder morgens zur Schule. Wir wohnen zum Glück nur 10 Minuten zu Fuß von der Schule entfernt. Das heißt, super entspannt, verlassen morgens das Haus. Dann hole ich sie nachmittags wieder ab. Und wir haben nachmittags oft Playdates mit Freunden oder eben Fußballtraining. Und mein Mann ist Vollzeit arbeiten und arbeitet auch nicht von zu Hause, sondern wirklich fährt halt jeden Tag ins Büro und ist aber auch super happy, einfach weil jetzt nochmal von dem, was er halt in Deutschland gemacht hat, nochmal was eine ganz andere Komponente ist, die er im Unternehmen macht. Und auch eine neue, also was ein ganz neues Feld. Da musste er sich halt auch erstmal wieder so reinfuchsen. Und das aber in einem Konzern zu machen, den er halt, wo er die Strukturen und so weiter kennt. Ich glaube, das hat natürlich geholfen und hat es leichter gemacht. Und er hat auch immer noch, auch beruflich, auch noch engen Kontakt zum Beispiel zu Chattanooga. Und an den Wochenenden machen wir gerne und viel Ausflüge. Wir haben uns in der Zwischenzeit auch einen Campervan gekauft und sind mit dem gerne unterwegs. Also es spielt sich viel draußen ab, grundsätzlich. Da sind wir aber auch die Typen zu und wir sind einfach unglaublich viel draußen in der Natur, weil man halt von da, wo wir wohnen, und ja, wir wohnen in einer Stadt, die hat, ich glaube, über 150.000 Einwohner, Sunnyvale. Und es ist, ja, eng bebaut, es sind viele Leute, es ist unglaublich viel Verkehr. Aber man hat halt diese ganzen, die Natur, das Meer, 45 Minuten, wir sind am Strand. 30 Minuten in die andere Richtung, du bist in den Bergen, in der Region, wo du gut wandern kannst. Also es gibt einfach so unfassbar viel auch zu machen, was halt auch kein Geld kostet. Also ja, das ist natürlich eine sehr teure Gegend hier. Und da muss man sich halt, das muss man halt wissen und da muss man sich halt auch drauf einstellen. Aber uns war das halt vorher klar und deswegen passt das auch für uns. Also das war, Leute, die uns hier besuchen, sind immer sehr überrascht, wie teuer es dann doch hier ist. Aber es ist halt alles angepasst. Ne? Also ich meine, die Gehälter sind im Zweifel halt auch entsprechend angepasst. Von daher können wir uns hier auch nicht beschweren. Und ich habe ja für mich auch dann eine Aufgabe wieder gefunden durch dich, liebe Monique. Weil ich ja dann quasi während des Umzugs das Mastermind-Programm mehr gemacht habe. So haben wir uns quasi auch gefunden. So haben wir uns auch gefunden. Ne? Du hast halt überlegt, was machst du und wusstest ja, du gibst deinen Job auf und hast eben gedacht, okay,
was will ich jetzt in den USA machen? Und so bist du so zu diesem Thema Selbstständigkeit gekommen und über den Podcast, ne? Dann haben wir uns einfach mal getroffen, haben uns kennengelernt und dann hast du, glaube ich, relativ schnell entschieden, ne? Okay, das mache ich jetzt einfach mal. Und daraus entstand ja, durch den Kurs entstand halt ja die Zusammenarbeit. Das heißt, meine Vormittage sind auch gut gefüllt. Das Gute an so einer Selbstständigkeit ist ja, dass man sich die Zeit auch gut einteilen kann mit Familie und Kindern. Das heißt, ich arbeite halt online von zu Hause aus am Vormittag, hole dann die Kinder ab und habe, wenn ich dann abends noch einen ruhigen Abend habe, kann ich mich auch nochmal dran setzen, je nachdem, was so ansteht. Und das Beste daran ist halt einfach wirklich auch dieses, dass wir halt auch so nahe sind. Also ich kann sowohl sagen, ich treffe mich mal mit der Martina zum Arbeiten. Und wir sind aber alle in einer Zeitzone sowieso. Also das ist halt auch nochmal so ein großer Unterschied zu dem Leben in Tennessee, ne? Also da hatten wir nur 6 Stunden Zeitverschiebung zu Deutschland. Und hier sind es von Kalifornien nach Deutschland sind es 9. Und da mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und zu sagen, wir telefonieren, das ist manchmal echt schwierig. Das ist echt schwer, ja. Du hast halt nur ein kleines Zeitfenster, ne? Und das ist dann immer abends bei denen oder spätabends oder dann ist dein qualitativer Morgen weg. Also bei mir ist es echt auch immer schwierig, weil die Hauptzeit, wo ich arbeite, ist dann eigentlich die einzige Zeit, wo ich mit den Liebsten in Deutschland sprechen kann. Und gerade wenn ich jetzt an die Kinder denke und wenn die Kinder mal mit Freunden sprechen wollen, ne, das ist halt auch schwierig, wenn dann gehen die natürlich nicht erst um 22 Uhr ins Bett und warten darauf, dass wir irgendwie von der Schule da sind oder überhaupt available sind. Also das ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung. Aber auch da haben wir uns echt gut eingefuchst. Und ich finde halt grundsätzlich das Leben hier sehr viel entspannter als in Deutschland, weil die Leute halt so viel offener sind und so viel wenig, so sehr, die gucken halt nicht so sehr darauf, was machen die anderen, was machen die Nachbarn, was passiert links und rechts, sondern die sind viel mehr so auf sich konzentriert, würde ich sagen. Und ohne dass es dann super egoistisch ist, sondern... Das sind ja auch viele andere Kulturen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist natürlich, ich sage jetzt mal, eine indische oder chinesische Familie oder wo auch immer, ne? Also gerade bei dir, also ich würde auch sagen, dass da, wo du lebst, ist es, und das weißt du ja selber dadurch, dass du ja auch in Chattanooga gelebt hast, ist das nicht das typische Amerika. Nein. Sondern dieses Silicon Valley ist nochmal so eine Bubble für sich. Auf der einen Seite eben super cool, ja, weil das eben, ja, da ist Entwicklung, da ist Innovation, da kommen Fachkräfte zusammen aus der ganzen Welt, ne? Also das ist so ein Melting Pot irgendwie und ich war ja kürzlich erst bei euch oben, unheimlich krass von der Energie her, ne? Auf der anderen Seite ist es aber eigentlich echt weit weg von diesem klassischen amerikanischen Nachbarschaftsleben, ne? Insofern hast du, glaube ich schon, ist es vielleicht sogar fast schwieriger. Und das haben wir gerade kürzlich auch mein Mann und ich hier besprochen, dass wir, als wir in North Carolina gelebt haben, viel, viel mehr soziale Kontakte hatten, so in der Nachbarschaft zu Amerikanern, als das, was wir hier so in Südkalifornien auch haben, weil hier so viel unterschiedliche Menschen hin und her ziehen, kommen und gehen. Mhm. Und man knüpft gar nicht so eine enge Beziehung, man geht gar nicht so enge Relationships ein, weil die Leute einfach vielleicht nur für ein paar Monate oder vielleicht maximal ein Jahr oder so dann hier sind, bevor es die dann eben wieder weiter irgendwo hinzieht. Und ich denke mal, das ist bei euch auch so. Und bei euch kommt sicherlich auch der Aspekt noch dazu, dass alle unglaublich fokussiert sind zu arbeiten, ne? Also ja, man muss sich das ja auch leisten können und viele sind ja auch für Visum da, die brauchen den Job für ihr Visum und was weiß ich, ne? Ja, also wenn die Kombination, manchmal fehlt mir auch so ein bisschen die Gelassenheit von Tennessee. Also da war es einfach nicht so schnelllebig wie hier, ne? Also auch was so eben den Wechsel angeht und so, wie du gesagt hast, ne? Wir sehen das dann ja immer in den Schulklassen, wenn dann mal wieder jemand aus der Schulklasse rausgeht, weil sie wieder woanders hinziehen. Das passiert halt schon relativ häufig, wohingegen in Tennessee das sehr viel entspannter war und sehr viel, ne, viel mehr eingesessene Nachbarschaften und wo Leute sich lange kannten. Und es ist halt auch ein ganz anderer Schlag Mensch dort, natürlich dort drüben und hier. Und ja, also ich fand beides hat so seine Vorteile. Also hier ist es sicherlich auch nochmal, dass die Kinder vor allem auch einfach mit anderen Kulturen in Berührung kommen und halt merken, wie gleich wir doch dann alle sind. Also egal, ne, welche Sprache. Und ich glaube, bei uns an der Grundschule werden 32 verschiedene Sprachen gesprochen. Also jedes, so gut wie jedes Kind ist halt mindestens wächst zweisprachig auf, was ich wahnsinnig interessant finde. Krass, ja. Ja, natürlich. Und es werden halt auch einfach Kulturen und Feiertage, es wird da auch
gefeiert und zelebriert. Also auch bereichernd, ne? Also total bereichernd, ja. Ja, also es ist nicht das klassische Amerika und anders. Deswegen versuchen wir aber auch an den freien Tagen wirklich auch das restliche Land zu erkunden. Und da muss man ja auch gar nicht weit fahren, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Wenn man hier aus diesem Großraum San Francisco rausfährt, 3-4 Stunden mal in den Westen oder in den Norden, da lernt man nochmal ein ganz anderes Kalifornien kennen. Ne? Und da ist eben auch nicht so viel Geld, das sieht man auch sofort. Aber das ist auch wieder spannend zu sehen, dass du, ja, wie viel vielseitig auch dieser Bundesstaat hier ist. Ne? Also du kannst ja das Klassische, was ja auch viele kennen, du kannst halt in die Berge fahren und Skifahren und fährst halt den nächsten Tag wieder zurück und liegst am Strand. Und diese Vielfältigkeit ist auch was uns gut tut und was uns auch sehr anspricht, was wir sehr, sehr genießen, was wir halt auch noch, also wir wollen halt natürlich auch noch so viel wie möglich sehen vom Land, weil dieses Land ist einfach, also jetzt wieder Gesamt-USA ist einfach so groß und man findet halt alles, es ist für jeden was dabei. Ja, von der Natur her. Bevor es wieder weitergeht, meinst du? Es ist nicht die Endstation. Okay, wo könnte es dahin gehen? Also könntest du dir denn jetzt so vorstellen, auch wieder zurück nach Deutschland zu gehen? Oder würdest du sagen, nee, also wenn, dann müsste es hier irgendwie innerhalb der USA bleiben oder? Also Deutschland im Moment nicht, nein. Am wahrscheinlichsten würde ich denken, innerhalb der USA. Ja, denke ich schon. Vielleicht wieder ein bisschen weiter Richtung Osten, Richtung Ostküste, dass man auch wieder ein Stück näher an Europa dran ist und die Entfernung nicht mehr so unbedingt hat, weil das, ja, das habe ich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, wie weit Kalifornien dann doch von allem ja auch weg ist. Jetzt mal abgesehen von Deutschland. Aber das Positive ist, du bist nur noch 5 Flugstunden von Hawaii entfernt. Aber selbst wenn du halt einfach nur an die Ostküste fliegen willst oder beispielsweise eben nach Tennessee oder nach Florida, ne, dann sitzt du ja auch mindestens fünf Stunden im Flieger. Das ist halt was man... Ja, es ist gigantisch. Da ist ganz viel Nichts dazwischen in diesem Land. Irgendwie so, da ist Osten und Westen und dazwischen ist so echt ganz, ganz Kansas. Ne? Ja. Aber es gibt einfach so unfassbar viele Möglichkeiten, dass ich manchmal auch so überwältigt bin und gar nicht weiß, wo fange ich denn an? Es ist einfach so, ja, deswegen bleiben ja auch die Amerikaner in Amerika, weil die haben ja im Grunde alles, ne? Die haben eine wunderschöne Küste wie Oregon oder auch unsere Küste hier, ne? Also Südkalifornien, Nordkalifornien. Du hast Strände in Florida, du hast Gebirge, Colorado, Utah, die ganze Mountain Range in Nordkalifornien oder auch sogar bei uns. Wir haben ja auch in 1,5 Stunden die Berge hier, ne? Du hast Wüste, du hast Desert, du hast Tropen, du hast sogar Regenwald in Olympia-Halbinsel in Washington State, ne? Also du hast Städte, du hast Metropolen. Also im Grunde braucht der Amerikaner eigentlich auch gar nicht. Also für dieses heimelige Deutsche, ja, oder Europäische, da, ne, also so, das sucht er dann. Aber ich sage jetzt mal, landschaftlich und städtemäßig gibt es hier eigentlich alles, ne? Also es gibt von kleinen, schönen, kleinen Städten bis hin große Metropolen, im Grunde alles, ne? Und dann muss man ja auch sagen, der Amerikaner ist halt auch ein Freizeitnerd, ja? Der ist dann am Wochenende, hat er dann seine Spielzeuge, seine Quads oder Boote oder was auch immer und dann Ferienhäuser irgendwie und dann genießt er das Leben. Und das ist ja auch schön. Das finde ich, dürfen wir dann auch lernen, ne? Dass man dann eben auch, ja, einfach das mal, was man hier vor der Tür hat, auch mal genießen kann, sollte, darf. Ja. Und da sind die ja auch viel, also ich weiß auch nicht, aber die machen das ja auch. Die verdienen hier ihr Geld und dann geben sie das Geld auch wieder aus für Sachen, dass sie eben, ne, essen gehen, Freizeit, Sport. Das ist halt auch sowas. Die sind halt ja nicht so, dass sie sich denken, oh nee, ich muss jetzt was passiert eigentlich in 30 Jahren denken und spare. Also auch da die haben halt nicht so dieses krasse Sicherheitsdenken, wie wir Deutschen das haben, ne, und sind dann halt leben halt eher im Moment, als dass sie, sich noch dreimal fragen, sollte ich das jetzt ausgeben? Was könnte ich sonst, weißt du? Und das mag ich halt auch sehr an der Kultur, dass die halt einfach machen. Wenn es nicht gut läuft, dann machen sie es anders. Und ja. Da bin ich schon sehr amerikanisch geprägt, ne? Das ist immer so mein Slogan. Einfach machen, besser geht immer hinterher. Ja, ja. Aber es stimmt ja auch. Also ansonsten vergeudet man einfach nur Zeit, ne? Ja, voll. Ja, also bei euch bleibt spannend, höre ich jetzt daraus. Also mal gucken, dann so in 3 Jahren seid oder 2 Jahren oder wann auch immer. Wie siehst du so? Also bist du
jetzt, du hast ja gesagt, in Tennessee warst du nicht so happy. In Deutschland hattest du eher so dieses Gefühl, das ist es jetzt irgendwie nicht. Bist du jetzt so happy? Bist du angekommen für dich im Leben? Würde ich schon sagen, bin ich. Für den Moment ist es genau das, was ich brauche und was ich mir halt auch vorstelle. Ja. Ich meine, das ist doch alles, was zählt, oder? Mhm. Und was ich jetzt so daraus mitnehme, ist, es gehört schon eine Portion Mut dazu, aber auch aktiv danach zu suchen. Ne? Also verschiedene Dinge vielleicht auch auszuprobieren, genau, ohne das Gefühl zu haben, wenn was nicht klappt, dass es dann vielleicht nicht sein soll, sondern dass man einfach sich so ein bisschen auf die Reise begibt und immer mal wieder sucht, was könnte für mich oder für meine Familie oder für euch als Paar sozusagen auch klappen. Toll, finde ich gut. Ja, das ist unser Motto, dass wir uns halt auch in regelmäßigen Abständen mal hinsetzen und mal gucken, passt es noch mit dem Job? Läuft es dann noch? Gibt's vielleicht, hat einer von uns vielleicht eine andere Idee, die mal ausgesprochen werden muss? Und das versuchen wir schon regelmäßig zu machen, dass wir uns zusammensetzen und mal überlegen. Natürlich jetzt mit den Kindern und der Schule werden wir sicherlich nicht im 2- oder 3-Jahres-Rhythmus jetzt durchs Land ziehen. Denke ich mal, erstmal nicht. Es sei denn, wir fangen an und machen Homeschooling. Aber ich sag niemals nie, ne? Von daher. Ja, wobei hier in den USA auch das im Zweifel nicht so ein Drama ist, weil die Klassen werden ja jedes Jahr wieder neu zusammengewürfelt und Kinder kommen sofort an, egal wo du bist. Ne? Also ich glaube, es ist ganz selten, dass es nicht gut funktioniert. Aber so aus meiner Erfahrung jeder Sommer wird wieder auf Null gesetzt, wenn die Schule losgeht. Und da kommen immer alle Kinder, die dann da sind, mit rein. Und dann mischen sich die Gruppen auch neu. Von daher glaube ich, ist das schon, wenn nicht hier, wo dann? Weißt du? Ja, sicherlich einfacher als woanders. Hm. Was würdest du Menschen mitgeben? Was ist so, jetzt hast du ja viel Auslandserfahrung und dazu gehört ja auch Ängste überwinden, sich wieder neuen Herausforderungen stellen, sich neu erfinden, ne? Also auch neue Themen, was wir jetzt beruflich zusammen machen, ist was du vorher auch alles gar noch nicht gemacht hast. Offen sein für neue Menschen, für neue Kulturen. Was würdest du Menschen mitgeben aus deiner Erfahrung jetzt? Oder was hat dir am meisten geholfen, wirklich auch dann den Schritt zu gehen oder die Entscheidung zu treffen fürs Ausland oder für die Auswanderung? Ich glaube, für mich war der wichtigste Schritt, das Ganze alleine zu machen. Zum einen, damit ich mich halt auch auf mich konzentrieren kann und nicht auf jemand anderes Rücksicht nehmen muss, sondern mich halt wirklich komplett in einem neuen Land nochmal auf mich einstelle und mich selber frage, okay, was mache ich jetzt hier? Was brauche ich? Wo will ich hin? Und dann so meinen Weg zu gehen. Du meinst, als du das erste Mal alleine ins Ausland gegangen bist? Mhm. Das war der erste Schritt. Und dann fiel es mir ja nicht mehr schwer. Aber wenn man halt grundsätzlich, bevor man halt irgendwo hingeht, würde ich mich natürlich zum einen mit dem Land beschäftigen, aber dieses offen zu sein und Sachen halt auch auszuprobieren und nicht versuchen, sein Leben aus, wo auch immer, Deutschland, einfach nur in ein anderes Land zu transferieren. Das, glaube ich, passt halt nicht und würde ich auch nicht versuchen und würde ich auch keinem raten, weil das habe ich halt auch erlebt in den ganzen Jahren, immer wieder in den verschiedenen Ländern, dass halt Leute irgendwo hingekommen sind, Vorstellungen hatten und ihr quasi, ja, Gepäck, nicht nur das wirkliche Gepäck, aber halt auch so ihr, was sie halt sonst so noch an eben Ängsten oder Sorgen oder keine Ahnung hatten, was sie halt mitgenommen haben und sich dann aber auch gewundert haben, warum wird es denn hier nicht besser? Also dann ist man eben halt vielleicht in der Phase, wo man denkt, wow, hier ist alles cool, hier ist alles viel besser und alles schön. Und dann kommt ja aber der Punkt, wo sich halt auch ein Alltag einstellt. Und dann habe ich halt auch viele Leute wieder zurückgehen sehen, die halt gemerkt haben, oh, das passt gar nicht. Und irgendwie scheint es ja nicht am Land oder an der Umgebung zu liegen, sondern vielleicht an mir selber. Und von daher, wenn man halt den Schritt wagt und sagt, man geht nochmal ins Ausland, zum einen diese Offenheit und auch dieses, sich halt nicht zu begrenzen, was vielleicht die Zeit angeht, ne? Also ja, man kann ja sagen, wir probieren es aus, aber das kann halt 6 Monate sein, es kann aber auch ein Jahr sein. Wenn man aber direkt ein Enddatum hat, das mag dem einen vielleicht Sicherheit geben, kann ich mir auch vorstellen. Aber dann glaube ich schon, dann lässt man sich halt nicht so drauf ein. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen abwägen. Was will man? Will man wirklich nur mal die Erfahrung machen und dann zurück nach Deutschland? Kann ja auch sein. Funktioniert ja auch für viele. Ja, das glaube ich auch. Aber das finde ich halt auch wichtig, mal rauszukommen und zu wissen, es geht woanders halt auch anders. Einfach auch
Freunden oder auch der Familie und vor allem den Kindern, wenn man Kinder hat, dass man dem halt auch neue Impulse geben kann und sagen kann, ja, also woanders läuft es halt so und da läuft es dann vielleicht besser und andere Sachen sind aber hier in Deutschland vielleicht besser. Und ja, also es ist halt so dieses, bei mir war es immer so dieses Abenteuerlust, ich muss irgendwie neue Sachen für mich entdecken und manchmal waren die gut und manchmal waren die halt aber auch nicht gut. Und dann weiß man auch wieder zu schätzen, was man zum Beispiel zu Hause hat oder so, ne? Richtig, genau, genau so ist es, ja. Toll, vielen Dank, liebe Vivian. Danke für deine Insights. Und ja, wer mehr über Vivian erfahren möchte, wir packen deinen Instagram-Account, Facebook oder was packen wir rein in die Shownotes? Instagram, ja. Guckt einfach mal in die Shownotes und dann könnt ihr euch da auch mit der Vivian vernetzen. Und ja, vielen Dank für deine Geschichte. Sehr spannend, liebe Vivian. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und wir sprechen uns bald wieder. An anderer Stelle. Wir ja sowieso, genau. Danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir jetzt die Podcast-Folge gefallen hat, Mensch, dann tu mir doch einfach mal einen Gefallen. Spring auf dein Podcast-Portal und hinterlass dort eine 5-Sterne-Review, vielleicht mit einem kleinen Text dazu. Und wenn du magst, tag mich auch gerne, wenn du die Folge hörst, auf Instagram @muttersprachepodcast. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, schau mal auf der Podcast-Seite www.muttersprachepodcast.com vorbei oder wenn du Interesse am Businessaufbau hast, dann schau mal bei moniquemenesi.com vorbei. Schön, dass du da warst. Bis nächste Woche.